Mein Name ist Jürgen Schadder, ich bin Chefreporter von Horizont, was Sie hoffentlich alle lesen. Und ich freue mich jetzt im Namen von Sky auch Sie herzlich zu begrüßen und das erste Thema anzukündigen. Und zwar geht es um die Vermessung der neuen TV-Welt. Und diese Vermessung scheint offensichtlich eine unglaublich komplizierte und komplexe und kaum zu lösende Aufgabe zu sein. Ich weiß nicht, wenn Sie es verfolgen, was AGF alles unternimmt. Die werken ja wirklich unermüdlich, eine Konvergenzwertung hinzubekommen. So richtig scheint es nicht zu funktionieren. Die Frage ist, ob Google und Facebook mitmachen. Google und Facebook machen aber nicht richtig mit. Die Frage ist, ob die kleineren Sender richtig ausgewiesen werden. Die Reichweite scheint auch nicht richtig zu funktionieren. Das heißt, das ist ein ziemlich weiter Weg, bis man das schafft. Jetzt gibt es einen neuen Ansatz von Sky, den gibt es schon ein bisschen länger, wurde auch viel darüber berichtet. Aber jetzt gibt es eine neue Stufe, ein 15.000 Mann großes oder Mann und Frau großes Panel. Wir werden da heute ein bisschen drüber diskutieren mit einem CMO, mit einer Mediaagenturfrau und zwei TV-Vertretern. Wir fangen aber an, um erstmal richtig zu kapieren, um was es eigentlich genau geht, mit einer kleinen Vorstellung. Und das macht Herr Oliver Ecke, Managing Director Media Research von TNS Infratest. Herr Ecke ist seit 1992 bei TNS Infratest. Also es gibt auch noch Leute, die ihren Job lange und gut machen. Seit 1997 ist er Mitglied der Geschäftsleitung, seit 2016 verantwortlich für Medienforschung. Ich bin sehr gespannt, Herr Ecke, erklären Sie uns mal ein bisschen, worum es heute eigentlich geht. Applaus für Herrn Ecke. Ja, herzlichen Dank für die nette Ankündigung. Also mein Part ganz klar, ich soll eigentlich erklären, warum wir alle hier sitzen. Ich hoffe, mir gelingt es. Ich bin eigentlich einigermaßen sicher, dass es gelingen wird. Die neue TV-Welt, was versteckt sich denn dahinter? Also warum sitzen wir hier? Warum hat sich Sky Gedanken gemacht, dass sie etwas Neues auf die Füße stellen müssen? Wenn man die Fernsehwelt anschaut, Sie sehen es vielleicht ganz hinten nicht so richtig, aber von 1997 bis 2015 jetzt mal die Nutzungsdauer Fernsehen laut AGF-Panel, das ist seit der Jahrtausendwende nochmal ordentlich nach oben gegangen, also im Durchschnitt jetzt 220 Minuten, das sind über 3,5 Stunden Fernsehnutzungsdauer für eine durchschnittliche Person in Deutschland ab 3 Jahren. Das ist richtig viel. Ja. Und wenn man sich anschaut, was wir eigentlich auch gesehen haben, seit 5 Jahren bleibt es einigermaßen konstant. Also eigentlich ist ja auf diesem hohen Niveau Konstanz schon ein riesiger Erfolg. Und wenn man sich anschaut, wie sich das Angebot entwickelt hat, dann sehen Sie hier schon eine deutlich stärkere Steigerung. Also man kann zwar sagen, so seit der Jahrtausendwende auch so ungefähr in der Mitte des Charts, hat sich auch nochmal der Anteil der Sender im Großen sozusagen nach oben entwickelt, die ein durchschnittlicher TV-Haushalt auch wieder AGF-Daten hier empfangen kann. Das sind über 70 Stück. Anfang, oder sagen wir mal so, in den 80er Jahren waren das gerade mal so im Durchschnitt 10 und jetzt sind es mehr als 70. Also da hat sich schon einiges getan. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass die Fernsehnutzungsdauer natürlich nicht unendlich nach oben hin ausweitbar ist. Der Tag hat 24 Stunden, die Leute müssen schlafen, sie müssen arbeiten, vielleicht auch noch ein paar andere Dinge tun. Wenn man jetzt den gleichen Zeitraum oder mehr oder weniger gleichen Zeitraum sich anschaut, dann sieht man ein Phänomen, was man eigentlich vor dem Hintergrund der Zunahme der Programme eigentlich erwarten muss, nämlich dass der jeweilige Marktführer eines jeden Jahres tendenziell immer weniger Marktanteil hat. Wenn man da sozusagen eine Progressionsgerade oder eine Vorhersagegerade durchlegt, dann würde man auch sagen, künftig wird der Marktführer wahrscheinlich unter 12,5% Marktanteil haben. In den 80er Jahren waren das nochmal 18%. Und wenn man weiter noch zurückgehen würde, dann findet man auch Marktanteile von über 20%. Also es wird immer schwieriger für einen einzelnen Sender ganz offensichtlich große Marktanteile zu erreichen. Wenn wir
die Marktanteile mal so ein bisschen zusammenfassen, dann sehen Sie oben rechts die Top 5. Die machen immer noch 47% der gesamten Fernsehdauer laut AGF-Panel unter sich aus. Die nächsten 5 Programme kommen auf 16% und das Interessante ist, Hunderte von Programmen kommen dann noch auf 37%. Das heißt, wenn man hier sich überlegt, was das eigentlich bedeutet, dann bedeutet es, dass der Longtail im Durchschnitt natürlich weniger als 0,5% Marktanteil hat. Da sind natürlich auch welche dabei, die 2 oder 3% haben. Dafür sind auch welche dabei, die 0, irgendwas haben. Außerdem ist Fernsehen natürlich etwas, was sich in der letzten Zeit total verändert hat. Man sitzt nicht mehr nur vor dem Fernsehgerät zu Hause und schaut fern. Wir haben hier mal auf Basis des Digitalisierungsberichts, zeigen wir hier, wie in den verschiedenen Altersklassen der Zugang eigentlich zu Videocontent über das Internet gestaltet ist. Das hier ist jetzt nur mal eine Darstellung, die sagt, 81% der Bevölkerung ab 14 Jahren hat die Möglichkeit, mit einem Bildschirmgerät und im Internet unterwegs zu sein, also Videocontent aus dem Internet zu nutzen. Das heißt nicht, dass sie das alle tun, aber 81% haben die Möglichkeit. Und Sie sehen, erst ab 60 Jahren wird es unterdurchschnittlich, und unterdurchschnittlich an der Stelle meint in der Altersklasse der unter 70-Jährigen, 60 bis 70-Jährigen immerhin noch 75%. Man kann es auch ganz bequem nutzen. Also es ist nicht so, dass man das nur auf dem Tablet oder auf dem PC nutzen kann über das Internet, sondern 19% können es über ein Smart TV tun. Ganz viele über irgendwelche Workarounds, dass man eine Set-Top-Box angeschlossen hat, die internetfähig ist, eine Spielebox, dass man den PC direkt anschließt, entweder über das WLAN-Netzwerk oder über ein Kabel und so weiter. Und wenn man das aufsummiert, dann zeigt sich in den letzten 3 Jahren eine Zunahme von knapp unter 30% auf knapp unter 50%. Zugang zu Internet-Content über das heimische Fernsehgerät, was in aller Regel ja im Wohnzimmer steht. Und von daher sieht man, dass Broadcast durch das Internet an der Stelle inhaltsmäßig schon auch zumindest mal eine gewisse potenzielle Konkurrenz bekommt. Und wenn wir uns einfach mal noch so nach Nutzungsfrequenzen umschauen, wie sich in den letzten 4 Jahren, wie Sie das jetzt hier sehen können, die Nutzung von Videocontent aus dem Internet entwickelt hat, also hier mal zusammengefasst Livestream, was eher noch eine Ähnlichkeit zu klassischem TV hat, aber auch Video on Demand, was eigentlich was anderes ist. Mindestens selten tun es über 50% mittlerweile, und die stärksten Zuwächse aber sieht man eben bei der Nutzung mehrmals in der Woche. Das ist Year on Year um 35% gewachsen. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, dann werden wir sicherlich bald, wird fast jeder mindestens selten, und werden sehr viele Leute mehrfach in der Woche VOD-Dienste nutzen. Wir können aber noch weitergehen und haben mal auf Basis, nicht gemessen jetzt an der Stelle, einfach mal eine Befragung, dann sehen wir, dass 71% der Nutzungsdauer, also eigentlich die 220 Minuten, die Fernsehen genutzt wird laut AGF, auf klassisches Fernsehen empfangen. Livestream, was auch noch, wie gesagt, so ein bisschen klassisch ist, kann man dann sagen, insgesamt 3/4. Der Rest ist, wenn man so möchte, zeitvernetzte Nutzung, und den größten Anteil, den nimmt sich da schon VOD. Und Sie alle wissen, dass die Abonnentenzahlen der VOD-Dienste in Deutschland auch wachsen, war ja gerade erst auch wieder in den Medien. Interessanter wird diese Aufteilung der Nutzungsanteile aber, wenn man über die Altersklassen mal schaut. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist rein VOD schon auf dem gleichen Niveau nutzungsanteilmäßig wie klassisches Fernsehen. Bei den etwas älteren 20- bis 30-Jährigen ist es immerhin ein Wert von 34%, also deutlich mehr als ein Viertel oder ein Drittel der Nutzungsdauer, die auch auf VOD-Dienste entfallen. Mit zunehmendem Alter werden die Anteile niedriger. Aber wir wissen alle aus der Forschung, dass es auch Kohorteneffekte gibt und dass die Menschen zumindest einen Teil des gelernten Nutzungsverhaltens in die Zukunft mitnehmen. Also es fällt nicht schwer vorherzusagen, dass auch ältere Menschen künftig höhere Anteile mit VOD-Nutzung aufweisen werden.
eine ganz interessante Frage, die wir dann noch gestellt haben, ist, ob sich eigentlich bei den Menschen das Fernsehverhalten, also das TV- und Videonutzungsverhalten relativ von vor einem Jahr verändert hat. Die Ergebnisse sind so aus der Mitte des Jahres 2016, also vergleichsweise aktuell. Und Sie sehen, dass der durchschnittlich überwiegende Teil tatsächlich sagt, dass er die Videonutzung in letzter Zeit verändert hat. Beispielsweise mehr VOD, weniger klassisches Fernsehen, mehr aufgezeichnete Sendungen. Da verbirgt sich alles Mögliche darin. Was diese Chart aussagt, ist eigentlich nur, das Nutzungsverhalten der Menschen ändert sich. Und man muss angebotsseitig und sicherlich auch von der Messseite und von der Erhebungsseite her das berücksichtigen und versuchen, positiv zu wenden. Ja, die Vermessung der neuen TV-Welt, kurzer Blick auf das, was Sky hier tut, relativ kompakte Darstellung. Sky hat aufgesetzt ein 15K-Panel, das heißt 15.000 Haushalte, also nicht nur, wie der Moderator gesagt hat, 15.000 Menschen, das auch, aber in jedem Haushalt, Sky-Haushalt, 2,6 Personen können sich hochrechnen, also 15.000 Haushalte. Es gibt ein Sky Out-of-Home-Panel. Und was kann dieses Panel? Darum geht es ja eigentlich. Dieses Panel ist rein technisch, von der technischen Messung her, eben in der Lage, Online-, On-Demand- und Out-of-Home-Nutzung abzubilden. Die ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des Modells, was Sky schon seit mehreren Jahren plant. Also das eben auf ein fallzahlmäßig relativ hohes Level zu heben, ist im Moment das Ziel. Und was man dort eben hat, ist ein Single-Source-Ansatz, der eben ermöglicht, sehr genau die Video-on-Demand-Nutzung, aufgezeichnete Sendungen, lineares Fernsehen, auch relativ detailliert, auch für kleine Programme, für Reichweiten schwächere Programme ziemlich exakt aufzuweisen. Mal einen kleinen Blick, was so ein Ansatz leisten kann. Wenn man hier zum Beispiel ein Asset hat wie House of Cards und sich dann anschaut, wie das in den Sky-Haushalten bei den Sky-Abonnenten genutzt worden ist, dann sehen Sie ein Viertel, 500.000 Kontakte oder Zuschauer für dieses Programm in der linearen Ausstrahlung auf Sky Atlantic HD. 46%, fast das Doppelte auch absolut gesehen, haben das Programm dann on demand genutzt, insgesamt die Staffel 4. Und auf Sky Go 29%, hier ist Sky Go noch nicht differenziert, was aufgezeichnet war und zeitversetzt geguckt ist oder vielleicht auch über Sky Go direkt linear. Also steckt sicherlich dort auch nochmal sozusagen ein On-Demand-Anteil drin. Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hätte, den On-Demand-Anteil oder auch den On-the-Go-Anteil bei Sky Go auszuweisen, würde man also im Prinzip dem Markt nur sagen, dass die Reichweite ein Viertel so groß ist, wie sie de facto ist. Das ist schon ganz interessant. Das ist eigentlich das, was das Panel technisch messen kann. Die Out-of-Home-Messung kann nicht technisch erfolgen. Da gibt es noch keinen Ansatz. Das wird mit Panels gemacht, wo Leute eben befragt werden, ob sie in Skybars, in Vereinsheimen und so weiter bestimmte Inhalte genutzt haben. Das kann man dann nicht mehr als Single Source bezeichnen, aber immerhin ist es dadurch möglich, auch nochmal zu zeigen, dass beispielsweise Sportevents, ja, wie die Fußball-Bundesliga, alle Spiele der Fußball-Bundesliga in der Saison 2015-16, meistens eben 70% fast sind linear zu Hause Nutzung, aber immerhin 24% Nutzer kommen da noch dazu über die Out-of-Home-Möglichkeiten, die Sky bietet. Also es ist nicht nur so, dass Nicht-Abonnenten Out-of-Home schauen, wir wissen, dass auch Abonnenten teilweise eben das Gemeinschaftserlebnis im Vereinsheim oder in der Bar für sehr schick halten und tatsächlich auch nochmal auf Sky Go 7% Nutzung dazu. Das heißt, wir haben hier doch eine starke Indikation dafür, wenn man tatsächlich Reichweite korrekt abbilden möchte, realitätsnah abbilden möchte, wie der Titel der Veranstaltung ja auch schon so ein bisschen suggeriert hat, dann reicht es nicht nur zu Hause zu messen. Wenn ich ganz kurz zusammenfasse, was man jetzt mitnehmen kann, eigentlich, was ich zeigen wollte, ist die Fernsehlandschaft, die fragmentiert zunehmend.
Das heißt, mit anderen Worten, dass große Reichweiten zu erzielen immer schwieriger wird und dass der Longtail im TV-Markt immer größer wird. Also der Longtail, der vereint immer mehr Marktanteile auf sich und die einzelnen Marktanteile, die sind immer kleiner. Das heißt, das Publikum einer Sendung live gesehen wird immer kleiner. Und das ist auf der einen Seite natürlich angebotsbestimmt und auf der anderen Seite aber auch dadurch bestimmt, dass man eben für viele Inhalte im Fernsehen auch die Freiheit hat, es nutzen zu können, wann man möchte. Deswegen ist es nicht unbedingt so, dass die Sendung, die heute oder gestern ausgestrahlt wurde oder wird, einen hohen Marktanteil hat. Sie kann trotzdem eine insgesamt sehr hohe Reichweite haben. Das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass die Anforderungen an Reichweitenforschung über das hinaus, was eh schon bekannt ist, weiter steigen. Also die Leistungsfähigkeit der Panels müsste eigentlich immer größer werden, weil man mit einer kleinen Fallzahl natürlich mehr oder weniger dem Zufall überlassen ist, ob eine Sendung 1,5, 2% oder vielleicht sogar 0% Marktanteil hat. Wenn ein kleiner Sender in so einem Panel vielleicht regelmäßig von 5 Leuten genutzt wird und dann sind große Ferien und die sind beim Baden am See, dann schauen die halt nicht fern. Möglicherweise schauen aber andere Menschen genau diese Sendung, aber man kann es mit einem zu kleinen Panel eben leider auch nicht abbilden. Auf der anderen Seite haben wir, ich habe es schon erwähnt, auch die VOD-Dienste und auch andere Formen des Bewegtbildkonsums, die im Wettbewerb nach unseren Daten und auch nach den Daten, die Sky intern erhebt, immer erfolgreicher werden. Das gilt nicht nur für Sky-Haushalte, das gilt eigentlich auch nach unseren Daten in der Gesamtbevölkerung. Wie gesagt, 80% können es schon tun, Video-on-Demand-Dienste nutzen. 50% können es am heimischen TV-Bildschirm. Bei den Jüngeren ist es so, dass lineares Fernsehen da nur noch Augenhöhe mit der VOD-Nutzung hat oder umgekehrt VOD schon die Augenhöhe von linearem Fernsehen. Das heißt, wir als Forscher, wir haben dann die Aufgabe, möglichst bald in der Lage zu sein, solche Formen des Zuschauerverhaltens abzubilden, die Kombinationen des Zuschauerverhaltens abzubilden, vernünftige Nettosummen zu bilden. Und ich glaube, was jetzt diskutiert werden soll, ist, ob Sky mit seinem 360-Grad-Panel hier auf dem richtigen Weg ist oder ob es noch Aufgaben gibt, die zu bewältigen sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Ecke. Genau, wir werden dann gleich darüber diskutieren, aber vielleicht davor noch zwei, drei Fragen an Sie. Dieses House of Cards Beispiel ist ja wirklich krass. Also glauben Sie, das ist ansatzweise übertragbar, was bei RTL, Pro7 und so weiter passiert? Oder ist das schon sehr speziell? Weil wenn das stimmt, sind die meisten Reichweiten ja unglaublich. Viel zu niedrig, genau. Ja, also ich glaube, es kommt zum Teil sehr stark auf den einzelnen Inhalt an. Es gibt auch in den Sky Assets natürlich Serien, die ähnliche Zahlen aufweisen wie House of Cards. Es gibt aber auch Serien, die keine so hohen Anteile haben. Also man muss es sehr differenziert betrachten. Und um es differenziert betrachten zu können, muss man es messen können. Das ist es so. Ich glaube, dass Sky natürlich in einer besonderen Situation ist, weil es sowohl den VOD-Dienst selber anbietet und den linearen Dienst anbietet und natürlich hier auch eine gute Möglichkeit hat, sein Publikum auf die jeweiligen Möglichkeiten aufmerksam zu machen, also Werbung für die eigenen Produkte zu machen auf der eigenen Plattform. Bei vielen Serien oder anderen Programmen, die bei Free-TV-Sendern laufen, ist es so, dass die möglicherweise aber auch nicht alle noch 7 Tage lang auf den Mediatheken zu nutzen sind. Aber ansonsten müssen sie halt gucken, wo sie den Inhalt bekommen, ob auf Netflix oder auf Amazon und so weiter. Und diese Dienste werden ja im Moment noch von überhaupt niemandem, außer von den Diensten selber, in irgendeiner Weise gemessen. Also da haben wir einfach gar keinen Zugang. Das heißt, die Vermutung ist schon da, dass auch gute Serien, die linear hohe Reichweiten erzielen, nonlinear nochmal was draufpacken können, aber eben verteilt auf die verschiedensten Dienste. Und wenn ich es mal aus der Perspektive der Werbetreibenden oder der Vermarkter sehe, dann ist das halt Potenzial, was nicht vermarktungsfähig ist, weil es dort gar keine Werbung gibt. Was sagst du noch mal kurz die Übertragbarkeit dieser Studie? Das sind ja wirklich verblüffende Ergebnisse. Sie haben schon selbst gesagt, Sky ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem klassischen Privatsender. Glauben Sie, das ist auch für die ganze Branche wichtig, was da jetzt gezeigt wird von Sky, oder ist es schon sehr speziell?
Ja, also ich denke, dass das schon tatsächlich extrem wichtig ist für die gesamte Branche, weil wir auch mit den Befragungsdaten, wo wir repräsentativ für die Gesamtbevölkerung unterwegs sind, sehen, dass der Anteil zunimmt derjenigen, die VOD-Dienste nutzen, dass es schon demografische Gruppen gibt, die einen sehr hohen Anteil ihrer gesamten Bewegtbildnutzung echt über VOD, also nicht nur irgendwas streamen, nicht nur bei YouTube irgendwas gucken, sondern auch bezahlte VOD-Dienste nutzen. Von daher glaube ich, ist es nicht unbedingt so, dass die Einzelwerte übertragbar sind, aber die Richtung auf jeden Fall. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es auch Serien gibt, die im Free-TV-Markt floppen und die aber on demand ein treues Publikum und ein großes Publikum haben. Also dort wissen wir einfach zu wenig über das, was da draußen passiert. Das ist schade. Schade ist sehr schön ausgedrückt. Letzte Frage, eine kurze Antwort zu AGF. Ich weiß nicht, wie offensiv Sie jetzt was zu AGF sagen wollen. Das ist ja schon ein kleiner medienpolitischer Skandal, wenn man sieht, wie schlecht die Longtail-Sender ausgewiesen werden. Vor allem, wenn man sieht, wie wichtig die jetzt schon sind im Gesamtbereich. Ist das bald lösbar? Sind Sie optimistisch, dass AGF bald das hinbekommt, Zahlen auszuweisen, die valide sind? Oder haben wir da ein richtig großes Problem? Naja, sagen wir mal so, für das, was den Hauptmarkt ausmacht, da bin ich schon der Überzeugung, dass das AGF-Panel valide Daten liefert. Ja. Das ist halt nun mal auch die Währung, auf die man sich geeinigt hat, und ich glaube, das ist per se auch ein ganz wichtiges Gut. Auf der anderen Seite ist man natürlich mit der Art der Messtechnik, die dort verwendet wird, die sicherlich extrem hochwertig ist, auch sehr, sehr teuer unterwegs. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass man sagt, wir lösen das Problem einfach, indem wir das Panel verdoppeln, sondern dann redet man halt über Millioneninvestitionen, und ob das dann sozusagen etwas ist, was man sich wirklich leisten kann und möchte, ist eine gute Frage. Während also Sky halt, sagen wir mal, eine andere Art von Technik verwendet, wo ein großes Panel zwar auch nicht umsonst zu haben ist, aber bei weitem nicht mit den Hardwarekosten verbunden ist, wie es jetzt bei der AGF zwangsläufig der Fall ist. Ja, vielen Dank, Herr Ecke. Sie bleiben im Publikum, wenn es noch Fragen gibt, dass wir Ihnen Ihre Expertise noch nutzen können. So, ich bin kurzsichtig, ich muss die Brille abnehmen, um die Leute vorzustellen. Wir haben jetzt vier hochkarätige Diskutanten zum Thema Reichweitenmessung, alphabetische Reihenfolge. Herr Gregor Gründgens ist Director Brand Marketing Vodafone Deutschland, einer der bekanntesten CMOs hier in Deutschland, war lange bei Coca-Cola, seit 2008 bei Vodafone, ist bekannt auch dafür, immer ziemlich gute Zitate zu liefern. Vor kurzem haben Sie gesagt, wenn Sie nicht falsch zitiert worden sind, ich treffe mich schon lange nicht mehr mit TV-Vermarktern, ihr seid einfach zu langweilig. Begrüßen Sie ganz herzlich Herrn Gründgens. Dann freue ich mich sehr auf Herrn Hannes Heilmann, der seit 2001 bei Turner ist und da eine erstaunliche große Karriere gemacht hat. Inzwischen ist er im Senior Management Team für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Sein offizieller Titel ist, glaube ich, der längste Titel, den ich jemals vorgelesen habe. Senior Vice President and Managing Director Central and Eastern Europe and International Original Programming Strategy Turner EMEA. Also das ist wirklich ein... So einen Titel will ich auch mal haben, aber er ist ein ziemlich cooler Typ, Herr Heilmann. Dann gewissermaßen der Gastgeber hier, Herr Martin Michel, der in der Branche sehr bekannt ist, weil er auch schon ein paar sehr große Stationen hatte. Sie waren bei IP Deutschland, kann ich mich noch gut erinnern. Davor waren Sie bei MTV Networks, sind seit 2011 Geschäftsführer der Sky Media GmbH. Herr Michel, bitte auf die Bühne. Und dann freue ich mich ganz besonders auf Frau Susanne Wallraff, die 2013 war, das für richtig Schlagzeilen in der Branche gesorgt hat. Sie war Mediachefin von tollen Marken, also sie war bei Danone, davor sehr lange bei Reckitt Benckiser und ist jetzt im Reich der Bösen bei den Mediaagenturen, hat also unglaublichen Einfluss, wie es weitergeht mit der Reichweitenmessung, was gut oder was schlecht ist. Begrüßen Sie ganz herzlich Frau Wallraff. Sind Sie wohl.
Frau Weidorf, Sie müssen erstmal das erste Urteil abgeben. Ist das, was Sky macht, sagen Sie da, wow, das ist ein Ansatz, das wird in der Branche für ganz schön Aufsehen sorgen? Oder sagen Sie eher, gut, eine Studie mehr, ganz nett, aber so richtig interessiert mich das dann doch nicht, was Sky hier aufgelegt hat? Also ich glaube, es ist extrem spannend. Ich glaube, dass das auch großartige Daten sind, die ihr da habt. Die sind natürlich auch sehr personenbezogen im Zweifelsfall. Also da hätte, glaube ich, jeder großes Interesse an den Details der Daten, die ihr da habt. Auf der anderen Seite, und ich komme jetzt nicht aus der Planung, aber arbeiten wir Mediaagenturen ja mit den AGF-Daten. Das heißt, wir haben schon ein Problem damit, auf einmal mit zwei Währungen zu arbeiten. Ja. Also wir arbeiten im normalen TV-Bereich für alle anderen Sender quasi mit der AGF und haben dann oder hätten dann auf einmal Sky als zusätzliche, ja, Planungsdimension. Genau. Das ist, glaube ich, relativ schwierig und auch nicht zielführend. Das heißt, operativ ist es dann doch eher schwierig, aber es könnte möglicherweise ein Anstoß sein für die Debatte, in welche Richtung es eigentlich gehen muss. Grundsätzlich ja. Ja, genau. Herr Gründgens, wie sehen Sie das? Also Sie als CMO sind verantwortlich für die großen Marketingstrategien. Man weiß, dass Sie sich auch sehr beschäftigen mit neuen Formen der Werbung. Ist das für Sie ein Ansatz, wo Sie sagen, Da möchte ich mehr davon wissen, oder haben Sie schon so viel Daten und so viel Information, dass Sie das nicht auch noch brauchen? Also ich finde das erstmal sehr gut, dass sich Sky aufmacht und sagt, weil es diese Unzulänglichkeiten in der AGF-Forschung gibt und wir unsere Plattform und unsere Inhalte eben entsprechend vermarkten wollen und müssen, können wir das nicht weiter tolerieren. Von daher glaube ich eher, dass das ein zukunftsfähiges Modell ist, ja, solange die AGF oder alle anderen Beteiligten sich irgendwie mit dieser Konvergenzwährung, die es ja im Übrigen schon seit ewigen Zeiten gibt, nämlich den Euro, ne, der am Ende sagt, hat das funktioniert oder nicht. Der Euro ist ja ein großes Erfolgsmodell. Also ja, von daher finde ich das ehrlich gesagt ein Modell, von dem ich glaube, dass es sich eher fortsetzen wird und dass das, was eben Facebook und Google, das macht eben jetzt auch Sky. Und die sagen, zumindest habe ich meinen Stall in Ordnung und kann mich selbst vermarkten. Ich hätte überhaupt kein Mitleid mit wem auch immer zu sagen, jetzt wird das aber ein bisschen komplizierter, das zu planen. Das war ja schon immer Unsinn. Und von daher finde ich es erstmal gut, wenn man sagt, man kann sich auf bestimmte Partner oder Plattformen eben zumindest aus Marketing-Sicht so weit einstellen, dass man sagt, hier weiß ich zumindest, was passiert, und dann muss man das halt in irgendeiner Weise integrieren. Aber das ist trotzdem ein bisschen ein Albtraum. Was Sie gesagt haben, war jetzt sehr interessant. Sie haben gesagt, Facebook und Google machen es ja eigentlich richtig. Viele sagen, Facebook und Google, die sollen jetzt endlich mal mit AGF eine gemeinsame Währung, damit man es vergleichen kann. Und Sie sagen, ich bin völlig fein damit, wenn Facebook gute Daten liefert, wenn Google gute Daten liefert, und wenn jetzt noch Sky kommt und auch gute, valide Daten liefert, dann kann ich damit leben. Also Sie verlangen gar nicht diese große Konvergenzwährung, nach der alle rufen. Ich glaube, die wird es nicht geben. Ja. Und ich denke, dass das eben auch dem Umstand muss man erstmal ins Auge blicken. Und jeder hier im Raum, der jetzt nicht bei Facebook arbeitet, der würde sich an deren Stelle natürlich auch fragen, was ist denn das, was haben die denn dann davon, ehrlich gesagt? Also ich würde sagen, aus Marketing-Sicht muss man sich versuchen, so weit wie möglich eben auch autark aufzustellen und zu versuchen, das selbst zu integrieren, sich einen Reim drauf zu machen. Das, was man da für bare Münze nimmt und was nicht, das muss man eben auch ein Stück weit selbst entscheiden. Aber wie gesagt, ich finde eben sehr gut, das, was wir hier sehen und das, was ja, ich meine, auch da, Unterbrecherwerbung ist out und lineares Fernsehen ist auch so gut wie out. Es geht um Augmented TV für mich zu meiner Zeit auf dem Gerät, wie ich möchte. Und ich finde, da ist eben dieser Ansatz jetzt aus meiner Sicht pass pro toto oder exemplarisch für das, wie eben Mediennutzung funktioniert. Und das Beste ist ja ein Segment von einer Person, von der ich weiß, was tut die, wo guckt die, wofür interessiert sie sich, auf welchem Gerät, zu welcher Zeit. Da muss ja im Prinzip die Reise hingehen und da sind andere auch schon weiter. Entschuldigung, da fallen mir eine ganze Menge Sachen zu ein. Zum einen haben wir, glaube ich, gerade eindrucksvoll gesehen, dass klassisches TV nicht tot ist. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin noch gleich groß. Ja, ja.
Ne? Also klang für mich so, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Zum anderen ist die AGF, glaube ich, mit allen Einschränkungen, die sie hat, ja, auch dass sie teuer ist und dass sie das vielleicht, was sie tun sollte, nicht in Gänze tut, ist es aber trotzdem, glaube ich, sind wir da einzigartig in Deutschland, dass wir so ein Tool haben, ja, mit dem wir arbeiten können. Ich glaube, viele Beteiligte sind auch, und ich sehe Petri dahin sitzen, ganz glücklich darüber, dass Google da zumindest den Weg gefunden hat. Also von daher würde ich das jetzt nicht... Das finde ich total interessant, was der Gründer gesagt hat. Also Sie sagen, ich verlange nicht von Herrn Petri Koko und von Facebook, dass ihr jetzt bei AGF mitmacht. Was sagen Sie? Also sagen Sie, das ist ja eigentlich Anti-OWM und das ist auch... Was der Gründer sagt, Anti-OWM. Er sagt, OWM fordert ständig von Facebook und Google, jetzt macht doch endlich mit, geht in die Gremien, macht Joint Industry Clubs. Herr Gründgen sagt, I couldn't care less, ist für mich nicht so wichtig. Was sagen Sie als Mediaagentur? Sagen Sie zu Google und Facebook und auch zu Sky, Sky ist ein anderer Fall, aber träumen Sie davon oder fordern Sie, dass alle Vermarkter sich committen auf eine gemeinsame Vorgehensweise oder ja, sind Sie wie Herr Gründgen? Auf alle Fälle. Und ich komme ja von Kundenebene, ich war auch im OWM-Vorstand, also ich habe damals die Anfänge davon noch miterlebt, bin jetzt auf Agenturseite und sehe es noch genauso, wie ich es als Kunde gesehen habe. Ja. Für mich ist das ist es elementar. Ich glaube, dass jetzt kommen wir in eine ganz andere Richtung, aber je mehr sich HBBTV mal durchsetzen wird, werden wir sowieso ganz andere Möglichkeiten haben. Also ich glaube, dass das AGF-Problem sowieso endlich ist. Ja, sehr gut. Herr Heilmann, sagen Sie mal ein bisschen aus Ihrer Sicht, erstens, wie groß ist das Ärgernis AGF für Sie? Weil, das hat Herr Ecker ja kurz auch gut gesagt, dass die kleinen Sender, Sie haben in Deutschland viele Sender, machen viel Eigenproduktion, dass Sie eigentlich nicht darauf verlassen können, dass die Reichweiten verlässlich ausgewiesen werden. Erstens, wie groß ist das Ärgernis? Und zweitens, wie sehr glauben Sie, dass die neue Studie von Sky Ihnen da ein bisschen helfen kann? Also die Frustration ist schon da, weil einfach die Schwankungen so enorm groß sind. Und das macht natürlich die in der Programmplanung, wenn man das, man möchte, braucht ja auch dieses Feedback. Also das eine sind ja die Werbeerlöse, die sicherlich einen immer wichtigeren Anteil annehmen, aber halt das Gros ist weiterhin ja das Pay-TV und die Nutzung der Sender. Und das macht es unheimlich schwer zu planen, weil einfach die Schwankungen enorm sind. Jetzt im Moment diesen Monat ist Boomerang der Nummer 1 Fernsehsender, 14:49 in Deutschland als Kinder- und Familiensender. Und es ist jetzt nicht so, dass wir letzte Woche das Programm komplett umgeschmissen haben. Und auch so, auch bei TNT-Serie sehen wir halt wirklich Ups and Downs, dass plötzlich eine Sendung dann eine Nullausweisung hat, die davor halt einen ganz ordentlichen Anteil hatte. Das heißt, das ist, glaube ich, eine Problematik, und das andere, und da finde ich halt den Ansatz von dem Sky-Panel sehr gut, ist tatsächlich die nicht-lineare Nutzung. Also sowohl das Zeitversetzte als auch die tatsächliche On-Demand-Nutzung, weil die ist relevant und die ist im Moment, wird halt nicht so richtig abgebildet und ist halt so ein Stückwerk. Und wenn ich mir da andere Märkte, also ich sehe auch die Zahlen aus den USA und so anschaue, da ist allein die zeitversetzte Nutzung bei Premieren liegt zwischen 75% und 100% innerhalb von 3 bis 7 Tagen. Und in Deutschland, laut dem Panel, liegen wir da deutlich unter 10%. Also natürlich sind die Märkte anders, aber so anders sind sie dann auch wieder nicht. Das heißt, wir würden gern mehr Daten haben. Ich finde den Ansatz vom Sky Panel gut. Da sind halt zwei für mich wichtige Kriterien. Zum einen brauchen wir natürlich den Zugang zu vernünftigen Konditionen, weil wir zahlen, und das ist die weitere Frustration mit der AGF, es ist ja teuer, es ist jetzt ja nicht so, gerade als kleiner Sender, dass man irgendwie sagt, okay, ihr kriegt das quasi umsonst und seid zufrieden mit dem, was ihr kriegt, sondern wir zahlen da verhältnismäßig viel für. Und da kann man dann nicht on top dann halt für noch Sky-Panel-Daten noch mehr zahlen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Sky-Zahlen, und die werden sicherlich valide sein, alle aufgrund der Panelgröße, halt weiterhin nur die Sky-Haushalte sind. Und wir haben unsere Sender jetzt im Pay, auch wenn Sky der größte Partner ist, auch ja bei Unity und bei Vodafone und bei der Telekom und verschiedenen anderen Plattformen. Das heißt, wenn wir dann diese Haushalte haben, dann kriegen wir sicherlich eine gute Indikation, aber wir möchten halt das Gesamtbild haben. Und deswegen ist halt die Hoffnung, dass durch diesen Anstoß jetzt und sicherlich auch die mutige Entscheidung, diesen Weg zu gehen,
dass entweder die AGF drauf reagiert oder aber die anderen Plattformpartner sagen, okay, wir setzen das Ähnliche auf, dass wir dann zumindest die nochmal 4, 5 Puzzlesteine selbst zusammensetzen können. Im Idealfall gibt es natürlich eine Plattform. Genau. Ich ergänze erstmal, wie viel habt ihr investiert in dieses Forschungsprojekt? Ist das schon eine relevante Summe gewesen? Und zweitens, was ist die Motivation? Können Sie nochmal erklären, warum Sie glauben, dass genau diese Studie notwendig ist? Ja, also, dass wir da in so ein Panel investieren dürfte in der Natur der Dinge liegen. Aber die Größenordnung ist nicht, aber müssen Sie jetzt nicht sagen, oder doch eigentlich schon, ja? Nein, sagen wir so, es ist weit unter den Zahlen, die wir von der AGF kennen. Sogar weit unter dem, was wir an Lizenzsumme an die AGF zahlen. Genaue Zahl kann ich ehrlicherweise jetzt gar nicht auch nicht sagen, weil wir natürlich jetzt Implementierungskosten hatten durch die Rekrutierung. Wir sind jetzt ungefähr bei etwas mehr als 10.000 schon angeschlossenen Boxen in Deutschland. Das Panel befindet sich ja noch weiter im Aufbau. Das soll jetzt bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Also Ziel sind ja insgesamt 15.000 angeschlossene Boxen, davon 12.000 Deutschland und 3.000 Österreich. Österreich ist für uns enorm wichtig, weil wir bis dato dort eigentlich in der kompletten Blackbox liegen, gar keine Daten haben und dann erstmals auch mal sehen können, was tatsächlich an zusätzlicher Reichweite in Österreich da ist. Von der Grundintention, weil ich möchte mit einem Vorurteil ein bisschen aufhören. Die Zusammenarbeit mit der AGF ist sehr gut. Ja, wir haben uns vor, glaube ich, 6 Jahren dazu entschlossen, und da muss ich meinem Vorgänger auch nochmal ein großes Dankeschön hinterherjagen, in die AGF einzusteigen. Es hat uns massiv geholfen, in den letzten 5 Jahren unsere Umsätze in der Vermarktung zu verfünffachen. Ja? Auch bei den gerade kleineren Sendern sind wir sogar bei einer mehr als Verzehnfachung der Umsätze. Deswegen, ja, da hat uns die AGF geholfen, aber was ich schon, sagen wir, nach relativ kurzer Zeit sehen konnte, ist, dass wir trotzdem an gewisse Grenzen stoßen. Und ich möchte da nur ein Beispiel nennen vom Vorgänger, vom Carsten Schmidt. Ich hatte so einmal im Jahr mein besonderes Erlebnis mit Brian Sullivan, der immer wirklich, danach konnte ich die Uhr stellen, mich in der Budgetpräsentation gefragt hat, wo ist der 7-Digit-Sponsor für Sky Atlantic? Da muss doch jemand drauf sein, das ist so ein toller Sender, da sind die besten Serien von HBO drauf, bla bla bla. Und warum, Michel, hast du da keinen Sponsor, der da mindestens mit 1 Million Euro um die Ecke kommt? Und dann meinte Brian, ich habe 85% Nullausweisungen. Wenn ich hier Susanne Wallraff frage, die lacht mich aus. Ja, so, das ist... das zahlt keiner. Und ich habe mir jedes Mal die Ohrfeigen abgeholt. Und das ist wirklich frustrierend, wenn man gleichzeitig aber sieht, dass da ein Sender da ist, der tatsächlich von der Qualität top ist, ja, aber letztendlich mit 85% Nullausweisung um die Ecke kommt. Wir haben nun mal die Problematik der Benchmarks, dass wir einfach eine Währung haben und letztendlich gilt dann da die Reichweite und der TKP und der Cost per GAP, was auch immer. Wir aber wissen, dass die tatsächliche Welt bei uns anders aussieht. So, und deswegen war das ein langer Kampf, intern auch, weil Sky letztendlich aus einer Abonnentenecke kommt, nicht aus einer reinen TV-Ecke. Und das Thema Reichweite, also ich kann mich aus meiner RTL-Zeit, wenn ich dann in den Aufzug gestiegen bin, da waren da immer die Quoten im Aufzug, egal welchem Fernsehsender ich gearbeitet habe. Sowas gab es bei Sky nicht. Also Quoten interessiert uns doch nicht, wir haben Abonnenten. So. Und das hat sich verändert, weil wir tatsächlich verstehen müssen, wie sich natürlich auch gerade im Shift von linear zu nonlinear gerade alles verändert. Und da sind wir einfach innerhalb der AGF an komplette Grenzen gestoßen. Deswegen war da auch die Frage, was wir dafür tun müssen. Das war eigentlich eine Sache von 5 Minuten. Natürlich wird das nur funktionieren, indem man die Skalierung der angeschlossenen Haushalte, die gemessen werden, deutlich hochzieht. So, und da sind wir
glaube ich, auf einen sehr, sehr guten Punkt. Wir sehen auch schon die ersten Ergebnisse daraus und die eigentlich all auf das alles einzahlen, was wir uns vorgestellt haben und was wir teilweise vom Bauchgefühl her uns schon also wussten, jetzt aber nach und nach wirklich auch die Visibilität dafür bekommen. Ich würde gerne noch mal was dazu sagen. Die Agenturen fragen übrigens nicht aus Selbstzweck nach GRPs und TKPs und Cost per GRPs. Wir tun das, weil das die Kunden möchten und weil die Auditoren vor allen Dingen da sehr heiß drauf sind und den Kunden empfehlen, das solltet ihr nicht machen, wenn da nicht das Richtige bei rumkommt. Also jetzt Anwesende ausgenommen, aber das ist im Grunde nach, ich weiß nicht, ob von der Audit-Fraktion jemand hier ist. Nein, niemand? Wir kriegen ja ganz interessanterweise auch immer in den wir haben ja fast, ich würde sagen, 90% unserer Kunden macht einen Media-Audit. Und da kriegen wir dann immer zu hören, ja, aber also der Anteil kleiner Sender ist viel zu hoch. Der sollte maximal 10% sein. Und da sitze ich dann immer und frage mich, warum soll der denn 10% sein, ja, wenn die Nutzung bei 35% ist? Genau das ist es. Ne? Also das stammt nicht von mir, das stammt von den Auditoren, die es auch den Kunden empfehlen und sagen, der Anteil kleiner Sender sollte nicht höher sein. Und die Fragmentierung spricht eigentlich genau fürs Gegenteil. Ich glaube halt ein Grundproblem, es schwingt halt immer mit, dass man das Gefühl hat bei den kleinen Sendern, dass die Zahlen nicht valide sind. Und natürlich, auch die AGF sagt, sie sind statistisch valide, aber das schwingt mit. Das schwingt auch bei mir selber mit, wenn die Quoten gut sind, glaube ich dran, und wenn sie schlecht sind, sage ich, na, das liegt am Panel. Und man sieht aber auch jetzt, auch die ganzen Pay-Quoten dieses Jahr durch die Bank weg sind ja runter, obwohl die Sender sich qualitativ weiter verbessert haben. Und es muss halt möglich sein, in dieser digitalen Welt diesen Unsicherheitsfaktor rauszunehmen. Also, dass man ständig immer noch drüber redet, ob da jetzt 3 oder 5 oder 7 Leute das anschauen, das kann halt, das passt halt zum analogen Fernsehen. Aber in dieser Zeit jetzt, wo ich auch den Rückkanal technisch habe, wo ich auf den IPTV-Plattformen eigentlich alle Daten schon habe, wo ich es jetzt beim Sky-Panel machen kann, wo ich es im Internetbereich, also die Daten sind ja theoretisch da. Und ich glaube, deswegen finde ich halt diese Initiative so wichtig, weil ich halt hoffe, dass dadurch jetzt auch mal mehr Leute darüber nachdenken, wie können wir das zeitgemäß machen, wie es in anderen Märkten ja auch teilweise schon. Ich würde da gerne nochmal Herrn Grundgänse ins Spiel bringen. Wenn Sie darüber nachdenken, mit Sky was zu machen, ist für Sie es dann wichtiger, dass Sie das Gefühl haben, Mensch, Herr Michel hat gute Ideen, dass es vom Konzept passt eigentlich Sky, er erklärt Ihnen genau, wie Sky aufgebaut ist, oder fragen Sie auch dann ganz stark die Mediaagentur, ich möchte erstmal die ganzen AGF-Zahlen sehen und so weiter. Also ist der Nachteil, wenn man in der Ausweisung, hat Frau Wallaff ja auch gut erklärt, das können wir auch nicht Sie sagen, pass mal auf, meine lieben Media-Leute, ich glaube, dass es so funktioniert mit Sky und die haben ja auch Zahlen, wir machen jetzt was mit Sky, oder ist das schon ein großer Nachteil, wenn man das nicht hat, diese AGF-Zahlen valide? Also ich kann nur sagen, dass wahrscheinlich wir eben aufgrund dieser Informationen, die wir jetzt hier heute auch sehen, die kleinen Sender eben underestimaten, ja. Und auch auf die Frage, was klar, wir machen auch mit Auditoren rum und wir gucken uns das rauf und runter an, aber wir sind uns eben, und das ist mein springender Punkt, wir sind uns absolut bewusst, dass das eine Hilfsgröße ist und dass das bestenfalls ja sowieso nur eine Output-Variable ist und keine Outcome-Variable. Also let's face it, das ist doch die allerniedrigste Stufe der Media-Efficiency, Reichweite, noch nicht mal Awareness, noch nicht mal Consideration, nix. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Je besser man aber natürlich das irgendwie annähern kann, weil wir natürlich irgendwie auch ja gefangen sind in diesen ganzen Tools und Regularien und weil die Auditoren ja auch es nicht besser wissen. Aber am Ende wissen wir, Mobile oder das, was heute über Smartphones und das Internet schon möglich ist, das ist ja auch die Zukunft für Habibi TV oder was auch immer für eine Technologieplattform nachher am Ende auf Daten basierend Entscheidungen trifft. Und das können wir eben heute schon in anderen Kanälen. Und deswegen sind wir bei Vodafone zumindest sozusagen, wir gucken uns das an, wir nutzen alles, was uns zur Verfügung steht, aber wir wissen, auch aus unserer eigenen, ich meine, wir verkaufen den Menschen die Supercomputer, die in der Hosentasche sind. Das hier ist the first screen. Ja? Und hier weiß ich ganz genau, wo, wann, wer, wieso, weshalb, warum, mit welcher Augenfarbe und welchem Device und wann der irgendwie seinen Vertrag wechselt oder sein Device wechselt und wofür der sich interessiert. Und das ist natürlich irgendwie was total anderes. Deswegen
kann ich nur immer wieder sagen, wir begrüßen alles, was irgendwie zusätzliche Daten und Informationen liefert und wir verarbeiten das in unseren Entscheidungen, aber wir machen uns eben nicht vor, dass die Reichweite allein irgendeine Art von Instrumentarium, heutiges Instrumentarium sein kann, Hightech-Marketing zu machen. So, und deswegen finde ich, ist eben das Skyding ein Schritt in die richtige Richtung, zu sagen, zumindest möchte ich mal mein Inventar so darstellen und meine Kunden so darstellen, wie das wirklich oder wie das ein bisschen genauer sein könnte. Das hilft aber auch nicht bei Consideration und Awareness, das Thema. Herr Michael, ich hätte noch eine Frage an Sie, genau anschließend an Herrn Gründgens. Würden Sie sagen, eigentlich ist es schon okay, wenn Sie jetzt mit diesen Zahlen zum Kunden gehen. Sie können jetzt viel besser alle möglichen Sachen belegen. Oder haben Sie schon auch diesen Ehrgeiz zu sagen, damit liefern wir auch einen wichtigen Beitrag in der ganzen großen Konvergenzdebatte, die ja alle umtreibt? Also ehrgeizig, das ist ein wichtiger Punkt für Reichweitenmessung insgesamt. Oder wir, was sagt Herr Gründgens, genügt mir schon, wenn ihr jetzt euren Kanal und eure Sender besser ausweist, das ist schon mehr als genug. Ich muss ganz klar sagen, beides. Im ersten Schritt geht es uns natürlich darum, erstmal die Benchmarks zu erfüllen, die wir im Markt haben, Thema Auditoren etc. etc., um aufzuzeigen, dass unsere Reichweiten deutlich höher sind als momentan ausgewiesen und dass wir vielleicht kann ich auch ein bisschen erzählen. Wie gesagt, wir haben ja noch keine offiziellen Ausweisungen aus dem Panel heraus, sondern wir sind gerade dabei, erste Analysen zu fahren. Und aus diesen Analysen heraus sehen wir derzeit beispielsweise, dass das Thema Longtail nochmal an Wichtigkeit gewinnt. Wir haben in den Daten, die wir bisher hatten, konnten wir sehen, dass zum Beispiel von einer Woche gerade mal 80 Formate mit einer Reichweite innerhalb der AGF ausgewiesen waren. Im eigenen Panel sind es über 350 gewesen. Das heißt, über 200 Formate, die wir mit einer Reichweite versehen können, die laut AGF eine Nullausweisung hatten, was das Thema Longtail dann nochmal beschleunigen würde. Wir sehen selbst aber auch bei hohen Reichweiten in der Bundesliga, und diese Zahlen werden wir jetzt noch nicht veröffentlichen, weil wir erstmal ein paar Spieltage abwarten wollen, sehen wir auch signifikante Unterschiede zur bisherigen Ausweisung. Das wollen wir glatt ziehen und wenn wir dann auch in die Diskussion mit dem Markt gehen, sagen, okay, das sind die Unterschiede, die wir sehen und wie gehen wir damit um? Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist für mich fast genauso spannend, wie Herr Gründgens das eigentlich gesagt hat. Wir reden hier auch über die Qualität der Zuschauer. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Momentum, was in den letzten Jahren, glaube ich, massiv auch an Geschwindigkeit aufnimmt. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Branche. Du kannst das, glaube ich, von Racket auch noch genauso bestätigen. Es gibt gerade im FMCG-Bereich den einen oder anderen Player, der ganz genau weiß, wie viel GRPs brauche ich, um quasi im Handel so und so viel Umdrehung zu schaffen. Das sind alles Werte, die wir alle gerne hätten, aber letztendlich im Giftschrank von den Großen dann Werbetreibenden liegen, aber es hat lange Zeit funktioniert. Ich kaufe für das Budget so und so viele GRPs ein und da weiß ich, im Handel drehen sich diese Dinge. Das verändert sich. Und das verändert sich massiv. Wir sehen, dass gerade im Bereich der Selektivseher, und davon haben wir eine ganze Menge, ganz, ganz andere qualitative Unterschiede zu erkennen sind. Wir haben eine Studie von den Kollegen aus Italien bekommen, die, du hast das gerade gesagt, wer guckt denn 220 Minuten? Oder du hast das gesagt, ne? Es gibt Menschen, die gucken 6 bis 8 Stunden am Tag TV. So. Und das ist ja auch ein Phänomen, was wir sehen, dass immer mehr Menschen länger gucken. Ja? Aber unten, quasi die Jüngeren, die gehen gerade verloren. So. Ich frage jetzt mal ketzerisch, was bringt Vodafone jemand, der 6, 7 Stunden am Tag Fernsehen guckt, den Spot von Vodafone wahrscheinlich 50 Mal vor die Nase gesetzt bekommt und niemals einen Vodafone-Vertrag jetzt abschließt. Jetzt muss Frau Weilraff was dazu sagen. Also was man ja sieht ist, jetzt muss ich was sagen. Erst Frau Weilraff, weil das ist ja eigentlich Mediaagenturen. Ihr macht immer noch wahnsinnig viel lineares TV. Also wenn man die Zahlen sieht, wo gehen die Budgets hin? Ganz stark weiterhin RTL, Sat1 und Co. Würden Sie sagen, dass man eigentlich viel radikaler
umschichten müsste, wenn Herr Michel recht hat. Erstens die ganzen Longtail-Sender, zweitens diese ganzen YouTubes und Facebooks und so weiter. Seid ihr nicht zu konservativ in eurer Budgetpolitik? Also ich glaube, das würde ich mit einem klaren Nein sagen. Also zumindest bei uns, nö, muss ich ja, will ich ja. Das ist eine Frage der Zielgruppe. Also es ist einfach eine Frage der Marketing- oder der Media-Zielgruppe, die ein Kunde hat. Wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, Frauen 45 plus, ja, dann ist es logisch. Wenn ich jetzt eine Zielgruppe, weiß ich nicht, 15, 25 habe, dann ist der Anteil quasi von nennen wir es jetzt mal Online-Bewegtbild, Catch-Up-TV, was auch immer, viel, viel größer. Aber insgesamt bleibt lineares Fernsehen absolut mindestens gleich stark, eher noch stärker. Also man kann ja sagen, klar, viele Einzelfälle, aber viele Einzelfälle gehen dann auch im Gesamtbudget. Und wenn man sieht, die öffentliche Diskussion, auch Herr Gründgens ist ja immer extrem kritisch, was das klassische Werbung betrifft, dann schaut man sich die Budgets an. Seit Jahren wird lineares Fernsehen totgeredet, wird der klassische TV-Spot totgeredet. Und jetzt jedes Jahr wächst es. Also bei uns auch. Bei uns, also nicht der klassische, sondern bei uns wächst der quasi Online- oder Catch-up-Bewegtbildanteil. Und ich glaube, wir sind die Agenturgruppe mit dem stärksten Digitalanteil von allen Netzwerken in Deutschland. Also ich fühle mich da jetzt ehrlich gesagt nicht kritisch angesprochen. Ja, Sie wirken auch nicht so. Sie wirken dann eher. Vielleicht klinge ich jetzt auch so ein bisschen retro, weil ich vorhin gesagt habe, klassisches TV ist nicht tot. Ich wollte nur noch mal sagen, nicht, dass das. Ich finde das im Grunde nach finde ich das toll, die Idee und was ihr macht. Ich habe halt nur einfach das Problem, dass ich nichts davon halte, dass es mehrere Währungen gibt. Also im Grunde nach müsste es aus meiner Sicht einen anderen Weg geben, ja, wie ich dafür sorge, mir fällt jetzt auch keiner ein, ja, wie ich dafür Sorge trage, dass die kleinen Sender deutlich besser abgebildet werden. Also ich wollte jetzt nicht hier den Retro, die guten alten Zeiten, als es noch ARD, ZDF und die Briten gab. Ne? Also das, so kommt es auch nicht drüber. Ne? Aber wer überhaupt nicht Retro ist, eigentlich immer schon von kopernikanischen Wänden spricht, sind Sie, Herr Gründgens. Was würden Sie sagen? Sind die deutschen Marketiers und vielleicht auch die Medienagenturen noch zu konservativ? Ihr geht ja auch noch ziemlich stark ins klassische Fernsehen. Oder sagen Sie mal, Ihre Strategie. Ich wollte sowieso noch mal was zu Ihrer Obsession nach diesen Budgets immer zu fragen sagen. Ne? Ich bin verrückt nach Budgets. Gib mir Zahlen, genau, Leute. Das ist ja, wenn man mit der Horizont redet, fragen die immer, und wie viel gibt ihr da aus? Ja, wie langweilig. Ne? Ja, nobody cares. Ja. Denn das Geld ist nicht der Indikator dafür, wie wichtig oder richtig etwas ist. Das ist aber echt eine gewagte These. Also Geld ist total unwichtig. Ob wir jetzt RTL 200 Millionen geben oder 150, ist doch völlig egal. Also nein, aber weil wir immer gefragt werden, also unser Online-Anteil ist mittlerweile bei 30%. Knapp 30%. Und auch dieses, ich sage ja nicht Fernsehen, ich meine, ich bin seit 8 Jahren bei Vodafone, davor war ich 10 Jahre bei Coca-Cola. Wir machen natürlich noch und nöcher Fernsehwerbung und unser größter Budgetanteil geht immer noch in Fernsehwerbung. Das ist auch leider immer noch lineares, nicht gut targetierbares 8 Stunden Coca-Fernsehen. So. Aber, und das muss man auch dazu sagen, wir stecken ja, auch das erzähle ich seit, ne, haben Sie vielleicht auch mitgekriegt, die Matrix, ne, die rote oder die blaue Pille, wir stecken ja in dieser verdammten Media-Matrix fest, dass mir meine ganzen TNS, GfK, wie sie alle heißen, alle beweisen mir ja ständig, dass das funktioniert, weil das Geschäftsmodell von uns allen ist. Und meine Intuition und meine sonstigen Erkenntnisse und auch andere Marktteilnehmer, die erzählen mir was anderes. Und was wir tun, ist das eine zu machen, ohne das andere zu lassen. Und wir investieren viel mehr Zeit, viel mehr Ressourcen, viel mehr Aufmerksamkeit in die Frage, wie geht Hightech-Marketing, wie geht Data-Driven-Marketing. Das kann jetzt vielleicht für einen Danone auch anders aussehen als für eine Vodafone. Aber ich glaube, das ist der springende Punkt, wo alle Kunden eben, oder wo ich alle anderen Kunden auch dazu animieren würde, möglichst viele Informationen zu sammeln und sich dann eben auch ein Stück weit selbst einen Reim drauf zu machen und zu emanzipieren, weil alle Instrumente in irgendeiner Weise eben nur eine Teilwirklichkeit abbilden, außer Daten und Transaktionen, die sind am Ende natürlich irgendwie ein bisschen näher. Und da ist eben meine Meinung, ich sehe es genau andersrum als Sie, die Matrix ist Facebook und YouTube. Die bauen gerade eine unglaubliche Matrix auf, dass sich alles total verändert und wie unfassbar effizient das ist. Und dann gibt es Werbungtreibende, die sehen, wenn sie dann plötzlich radikal auf Facebook und Co. shiften, dass dann die Zahlen überhaupt nicht so toll sind und das TV, lineares TV immer noch wahnsinnig gut funktioniert. Das ist die Matrix, also Facebook und Google und nicht lineares Fernsehen. Aber da könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Ich glaube, auch da muss man nochmal sagen,
Vor 10 Jahren haben wir über diese Player gar nicht gesprochen. Heute sind die da. Was glauben Sie, wird sich da ändern? Natürlich sind die in 10 Jahren auch nicht mehr da. Wir müssen einfach weitermachen und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Menschen irgendwie Zeit mit bestimmten Medienformen und Inhalten verbringen. Und darauf müssen wir als Marketeers reagieren und eingehen, auch Dinge ausprobieren. Und wir sind die Ersten, die wieder weg sind und das anderes machen, wenn wir irgendwie die Evidenz haben oder die Ahnung gewinnen, das bringt nichts. Aber wir können eben auch nicht sagen, weiter so wie bisher. Ne? Die technischen Möglichkeiten werden die Kunden auch nutzen. So, das sieht man ja auch, hat man auch in dem Impulsvortrag gesehen. Und darauf müssen wir irgendwie eingehen. Ich glaube, dass die Nutzung hängt extrem stark von den Formaten und selbst innerhalb der Formate auch von den unterschiedlichen Serien ab. Also ein Beispiel mit House of Cards, da eben, also ich glaube nicht, dass die lineare Nutzung selbst bei House of Cards wirklich 25% ist. Da sind 2 Faktoren bei dieser Serie. Die ist sehr komplex. Das heißt, man kann die nicht so nebenbei gucken. Also man muss sich darauf konzentrieren. Das treibt sicherlich die nicht lineare Nutzung. Das andere ist aber, wenn man sich den Zeitraum anguckt, das ist halt über ein Jahr betrachtet. Das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil die Serie war ja nicht ein Jahr permanent abrufbar, lief ständig jede Woche bei Sky Atlantic, aber im On-Demand-Bereich ist sie halt permanent abrufbar. Das heißt, wenn man sich wirklich den Zeitraum anschauen würde, sagen wir, der Erstausstrahlung oder der ersten 3 Monate, wo sie halt dann shiftet das schon noch mehr auch zum Linearen. Aber so eine Serie wird wahrscheinlich eine höhere nicht-lineare Nutzung als lineare Nutzung haben, während andere Serien, da sind es dann vielleicht 25% nicht-linear und 75% linear. Aber dafür ist ja auch wieder es einfach so wichtig, diese Daten zu haben, damit dann auch die werbetreibende Industrie sich überlegen kann. Nicht, dass man jetzt pauschal sagt, ich setze jetzt in Zukunft 40% meines Budgets auf nicht-lineare Nutzung, sondern man muss das viel, viel mehr im Detail machen, dass man das wirklich sowohl bei Zielgruppen, aber auch bei Formaten vielleicht auch sogar unterscheidet. Handelt es sich bei der Serie um eine Deutschland-Premiere, die gehypt ist, wo die Leute wirklich das vielleicht sich live angucken wollen, oder ist es was, ist es ein Dauerbrenner, der halt so ein bisschen nebenbei läuft? Und das ist einfach so, wir brauchen aber die Daten. Ja. Denken Sie das mal weiter, da sind Sie auch beim Auctioning, da sind Sie beim Programmatic Buying, da sind Sie bei all den Dingen, die es ja anderswo schon längst gibt, ne? Weil man dann genau diese Differenzierung hat und was man dann eben noch braucht, ist eben irgendwie Rückkanal und eben die Daten. Und wie gesagt, ich glaube, diese Panels und diese Reichweitenklamotten sind am Ende irgendwie halt ein Band-Aid, ein Pflaster für eine Unzulänglichkeit, die in nur, dieser dass halt die, wichtigen die Medienkategorie halt nach wie vor Pflaster leben. Also das ist ja der letztendlich, die großen Sender können mit diesem Pflaster, mit diesem Kompromiss besser leben als die kleinen. Und insofern auch einige der großen Kunden, ne? Wenn ich mir zum Beispiel, wer den Bericht gesehen hat zu P&G, die in den USA festgestellt haben, dass Facebook dann vielleicht doch nicht das Maß der Dinge ist und die aus Facebook wieder zurückschiften in den blöden, klassischen, langweiligen, linearen TV-Bereich. Es ist doch nicht alles Gold, was glänzt vielleicht. Aber da können sich die Agenturen ja auch Sie als Agentur können sich da ja auch ein bisschen hervortun, in denen Sie sagen ja auch, das ist mehr Arbeit, das ist anstrengender, das ist schwieriger, mit diesem Kleinteiligen umzugehen. Und da, wenn da einige Agenturen können da vielleicht auch Vorreiter sein und sagen, wir gehen halt diesen extra Weg, uns auch mit den kleinen Sendern auseinanderzusetzen, auch wenn es in dem Buchungssystem ein bisschen komplizierter ist, weil da der Trend eh hingehen wird. Darf ich dazu noch was sagen zu dem Vorschlag? Grundsätzlich ist das ja richtig, nur ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Sky-Panel jetzt primär mal die Sky-User abdeckt und auch in der Struktur quasi und für manche Kunden oder Kundengruppen, gerade Premium-Qualität, ist das sehr relevant. Nur wir können natürlich nicht irgendwann mit 10 oder 15 verschiedenen kleinen Panels arbeiten. Ich glaube, dann wird das kontraproduktiv. Und ich glaube, dass viele von den kleinen Sender, die es heute gibt, die werden bei euch ja auch nicht so abgebildet, wie sie denn dann in der Realität, also andere Sender jetzt, ja, wie sie denn würden abgebildet werden müssen. Also von daher, das ist natürlich klar, das ist jetzt euer Interesse, macht Sinn, aber das ist, ihr steht ja jetzt nicht für die kleinen Sender, sondern ihr steht quasi für euch. Also
hundertprozentig. Also es wäre anmaßend zu sagen, wir können mit dem Panel jetzt quasi das komplette Bild der gesamten TV-Welt darstellen. Das ist Schmarrn. Das ist auch nicht unser Ansatz. Der Ansatz ist tatsächlich, die Nutzung auf der Sky-Plattform besser darzustellen. Um aber auf den einen oder anderen Punkt noch darauf einzugehen, gerade in Richtung Data. Dieses 15K-Panel ist ja für uns nur ein Zwischenschritt. Das muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Zwischenschritt insofern, um quasi die Validität der derzeitigen Reichweiten zu verbessern. Aber wir denken jetzt schon darüber nach, wie sieht denn die Zukunft aus und wie können wir das anhand eines noch größeren Panels dann auch darstellen. Wir denken heute schon darüber nach, in Richtung, auch wie die Kollegen in England das machen, über 500.000 Haushalte oder angeschlossene Boxen, um einfach das Thema Data entsprechend dort besser abgreifen zu können. Und für mich, zwei meiner Kollegen sitzen im Antonia und Lutz mit dem Auditorium. Für uns wirklich entscheidend ist hier die Frage, welche Daten können wir zukünftig wie verwenden? Welche Daten haben wir? Welche Daten können wir für die Vermarktung verwenden? Welche Daten können wir für die Programmierung verwenden, etc.? Das ist für mich so momentan eigentlich die Gretchenfrage für alle zukünftigen Modelle. Wir werden ja morgen darüber sprechen in dem programmatischen Panel, wo aber noch viele Fragen da sind, weil einfach mal das Thema Datenregulierung und noch nicht so ganz klar ist. Ich glaube, wenn wir das mal haben und wir dann technisch auch weitergehen mit einem 500.000er-Panel, dann werden wir wahrscheinlich jede Frage, die sich auf werbetreibenden Seite bildet, auch beantworten können, weil wir einfach dann über richtig gute Daten auch verfügen, die dann auch Targeting-Möglichkeiten loslassen. Das war jetzt nochmal ganz wichtig zum Schluss. Also weil der Eindruck war ja eine tolle Studie, da habt ihr was Gutes gemacht, aber das ist, ihr hört jetzt nicht auf. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Botschaft an den Markt, dass das eine Sache ist, die wirklich auch noch richtig noch deutlich größer wird. Und es ist auch nicht unser Interesse, hier eine Zweitwährung zu starten, sondern wir reden mit der AGF auch über eine Aggregation. Okay, das ist wunderbar. Das ist eigentlich der perfekte Schluss. Noch möchte ich ein Newswert. Es sei denn, es gibt noch Fragen aus dem Publikum. Eigentlich sind wir schon durch die Zeit. Ein Publikum ist immer möglich. Wenn es noch eine Frage gibt aus dem Plenum, nicht, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.